Öffnen. Gerne. Keine Ahnung, Kogo. Ich habe noch keine gesehen. So, bis hier erstmal. Ich habe auch noch keine gehört. Die Viecher unter Tage werden mir aber neu. Schon mal die Reihe wegnehmen. Wir verwenden es in der 1.16 und es funktioniert sowohl hier im Singleplayer als auch auf dem großen Community-Server. In beiden Fällen einwandfrei. Von daher kannst du es benutzen. Soweit. Hier fehlt noch alles. Gut. Eigentlich nicht gut, aber er fragt schon. Nein, nimmt es nicht, Hugo. Hier halt eine blaue Reihe drum. Übrigens ist das ein Händler. Ich sehe ihn hier. Ihn doch selber, wenn er dich nervt. So schlimm finde ich die jetzt auch nicht. So. Den noch weg und der Rest ist dann unterirdisch. Kommt dort hinterher noch ein Glas rein und gut ist.
Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Oh, brauchen wir da noch eine Reihe mehr hier? Hab doch Fackeln bestimmt? Nö, doch da unten. So. Ne, da oben kommt ja dann schon das blaue Zeug hin. Erstmal irgendwo hin. Am besten oben in die Kisten. Platz im Inventar kriegen. Er schreibt. Also der gute Hugo ist quasi nur im Chat am Schreiben. Und da ich da gerade meine Kamera drüber habe, kriegt ihr das nicht wirklich mit. Er hilft mir gerade so ein bisschen bei den Umräumarbeiten. Kabel kann man hier auch schön verballern. Dort fehlen noch Ziegel. Du, ich auch. Ich auch. Danke für dein Follow, Mark BCC. Und Bishop 24. Und ich glaube, das ist eine Follower-Bomb. Ja, es ist definitiv eine Follower-Bomb, oder? Hat schon wieder aufgehört. Dann danke euch für euer Follow, falls es keine Follower-Bomb war. Hugo. Ja, die sind ätzend. Mach mal die Alerts aus, solange. Moin! The News Jojo 16. Ja. Gut, viel warm und selbst.
Dir ist kalt? Wollen wir tauschen? Hi Kalmok. Richter. Nee, nee, das ist meine Let's Play-Welt. Das ist eine andere Welt hier. Quasi Singleplayer. Keine Sorge, Lagerumbau ist abgeschlossen auf dem Server. Und ich denke, wir haben jetzt auch mit der Idee, auf einem großen Community-Server ein automatisiertes Lager betreiben zu wollen, endgültig abgeschlossen. Du wohnst im Nordpol. Wie kommt das denn? Ich habe gehört, am Nordpol ist ziemliches Tauwetter. Na, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, Quasi. Die Tina zum Beispiel, die ist so ein Sonnenkind. Nur noch Steinziegel. Ja, so. 25 Grad. Ja, damit könnte ich mich auch anfreunden. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das Gebäude oder vielmehr die Höhle steht soweit. So, dann richten wir mal die Outputs ein. Und dann gucken wir, was noch fehlt. Die Outputs richte ich übrigens im Creative-Modus ein. Also nicht wundern, wenn ich gleich kurz in den Creative-Modus gehe. Da habe ich nämlich den Überblick dann wirklich drüber, welche Items alle noch fehlen und welche wir schon verbaut haben. So acht Folgen, also Pi mal Daumen, 2 Stunden, Hugo. So, die erzeuge ich über einen Befehl, wo ich quasi einen Itemrahmen mit einem speziellen Namen erzeuge.
In dem Fall ist es der Custom Name Order. Dadurch weiß mein System später, dass hier ein Output-Rahmen ist. Mehr erstmal mache ich hier nicht. Das muss man überall einzeln machen, weil es ansonsten nicht nervig genug ist. Genau. Da kommt später noch ein zweiter Befehl rüber, der das Ganze dann fixiert. Dadurch können halt dann auch Creeper-Explosionen oder nervige andere Spieler. Bis später, mach's gut. Den Rahmen nichts mehr anhaben, was ganz praktisch ist. Dort ist noch nicht. Zum Beispiel, Hugo, zum Beispiel. Aber ich meinte an der Stelle wirklich Spieler, die aus Spaß dann Rahmen vertauschen oder die Items aus Rahmen vertauschen, um damit Leute zu verwirren oder das ganze Sortiersystem kaputt zu machen.